In diesem Video zeige ich euch, was es aktuelles an Merchandise zum 30. Geburtstag gibt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disney Merchandise Video. Und ja, ich zeige euch wieder, wie in den letzten zwei Videos auch, was es aktuell vom 30. Geburtstag Merchandise gibt. Ich kann euch schon mal sagen, es ist ernüchternd, es ist schon wieder vieles ausverkauft, aber ihr könnt selbst sehen, es gibt eine neue goldene Kollektion und ja, schaut einfach selbst. Ja, wir sind jetzt hier im World of Disney und das 30er Jahre Merchandise hat es auch jetzt hier reingeschafft. Also ja, ich zeige euch jetzt, was es hier gibt. Wir haben die Marshmallow-Box für 5 Euro. Die Keksdose habe ich auch noch nicht gezeigt, die ist auch neu für 20 Euro. Ist richtig groß. Ja, den Kakao für 13 gibt es hier. Die Decke 30 Euro. Aber das kennt ihr eigentlich schon, das ganze Merchandise. Das habe ich ja alles schon in den anderen Videos gezeigt. Ich würde euch gerne nur noch Merchandise zeigen, was wirklich neu ist. Wenn euch die Preise zu den alten Sachen interessieren, schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Denn zum Beispiel hier der Pullover ist neu. Den gab es vorher nicht für 50 Euro. Für Erwachsene, so ein Hoodie. Genau, der ist auf jeden Fall neu. Ansonsten ist das hier neu. Es dreht sich so. Sieht man das? Es leuchtet auch, aber es ist gerade sehr hell. So, da sieht man es. Ja, das Schloss leuchtet. Also wie gesagt, für Kinder für 20 Euro. Dann gibt es auch hier diesen Leuchtstab. Zauberstab, was auch immer. Für auch 20 Euro. Ja, in Anführungszeichen das hässliche Merchandise, also was mir nicht gefällt. Gibt es hier auch, aber ja, ich sehe jetzt, sorry, nichts Neues. Ich glaube, die Keksdose für 13 Euro. Ich habe letztes Mal nicht gesehen. Ansonsten kennen wir alles. Da hinten ist auch noch ein bisschen was von dem, sag mal, lila Merchandise. Und jetzt gehen wir aber zum neuen Merchandise, und zwar zum goldenen, was es hier im World of Disney gibt und, soweit ich weiß, auch in den Walt Disney Studios. Ja. Und hier werde ich euch natürlich die detaillierten Preise nennen. Tinkerbell T-Shirt, was ich mir auch auf jeden Fall kaufen werde. Dieser Poncho ist auch schick. Es gibt eine Decke für 50 Euro. Sieht man sehr schlecht, das Muster. Es gibt die Ohren für 25. Moment, ich zeig's euch nochmal. Ja, die werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Dann gibt es hier dieses Halstuch. Und das kostet tatsächlich 40 Euro. Genau. Und das ist. Es ist schön, aber es ist dieser Seidenstoff, was direkt vom Hals fällt. Und das ist auch nicht wirklich groß. Ihr seht, das fällt schon wieder runter. Ich wollte euch ein bisschen das Design zeigen. Ja, also 40 Euro. Gibt diese Kappe für 28. Und der Clou ist an dieser Kappe, was ich richtig innovativ finde, ist, hier ist ein Schlitz oben. Und was mich immer bei Kappen nervt, ist, dass das hier für mich zu tief ist für meinen Pferdeschwanz. Und jetzt kann man den Pferdeschwanz einfach hier weiter oben halten. Ja, finde ich richtig cool. Dann gibt es hier einen Schlossanhänger für 9 Euro. Ein Notizbuch für 20. Das können wir mal aufmachen. Sieht so von innen aus. Ja, hier ist der Poncho, der kostet 70 Euro. Hinten ist auch was Muster. Haben wir hier noch was Neues? Ne, Anhängerschal. Ach doch, die Jacke. Die Jacke gehört auch zu der Kollektion. Hat hinten das Schloss drauf. Und Tinkerbell für 50 Euro.
Hier hängt die Jacke auch nochmal. Dann gibt es einmal das T-Shirt. Und das ist aber sehr kurz geschnitten. Also ich würde sagen Crop Top. Das ist Größe M. Also sieht sehr kurz aus für 40 Euro. Das ist in Paris. Und hier sind so rosé-goldene Nieten. Einmal das weiße T-Shirt. Oh, das sieht aber in echt nicht so schön aus. Ja, und das oben ist Silber. Tinkerbell mit Schloss kostet 36 Euro. Also die Kollektion ist tatsächlich ein bisschen teurer. Es soll auch hier irgendwo noch den Schmuck geben. Den Pullover gibt es noch. Hier hinten auch dieses 30 Years of Magic für 46 Euro. Ja, es gibt auch hier noch irgendwo den neuen Schmuck, den suche ich jetzt. Ja, ich habe den Schmuck gefunden. Ja, es gibt Ohrringe zum 30. Geburtstag in Roségold mit Tinkerbell für Pink 37 Euro. Es gibt auch, da ist die passende Kette, auch 37 Euro, also richtig schön, muss ich sagen. Dann gibt es hier dieses Armband für 32 Euro. Es gibt noch das Armband für 37 Euro, Entschuldigung. Dann gibt es noch hier die Ohrringe. Ich muss sagen, die sehen ein bisschen billig aus für 27 Euro. Also die gefallen mir jetzt nicht so, oder? Das Schloss sieht so ein bisschen zusammen. Also da sieht man kein Fenster oder die Details, finde ich jetzt. Also sieht ein bisschen billig aus. Was habe ich jetzt vergessen? Ich habe euch alles gezeigt von dem neuen Schmuck. Also Kette und Ohrringe müssen auf jeden Fall. Dieses Ravensburger Puzzle ist tatsächlich auch neu. Hat wie viele Teile? Ich sehe es gerade nicht. 73 Teile und kostet 20 Euro. Und die Kappe ist tatsächlich auch neu. Die ist reflektierend. Ich kann jetzt nicht sagen, wie genau. Aber ja, kostet 18 Euro. Im World of Disney habe ich den Magneten noch entdeckt für 6 Euro. Finde ich auch richtig schön, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt hier gerade noch in Floras und zeige euch, was gerade noch so verfügbar ist. Leider ist vieles ausverkauft und zu den ganzen Sachen habe ich euch schon mal die Preise genannt. Deswegen schwenke ich nochmal kurz durch. Also hier T-Shirt 23 Euro, die Ohren sind noch da. Die Chip and Dale Ohren sind leider ausverkauft. Das T-Shirt gibt es noch für 23 Euro. Was haben wir hier bei den Kleinigkeiten? Oh, das Bild gibt's wieder. Das muss ich mir gleich mal mitholen, bevor ich keins mehr kriege. Da. Genau, das kann ich euch jetzt noch zeigen. Also das Bild finde ich wirklich sehr schön und das werde ich mir auch mitnehmen. Das Problem ist, es regnet. Ich frage, ob die mir das ein bisschen ein... Das kann ich euch hier auch noch mal zeigen. Die neuen Tüten gibt's hier auch. Kostenpunkt 2, 3 und 4 Euro. Wie gesagt, hier die Tüten. Gibt es auch noch die Schlappertüten. Magnet für 6 Euro. Und Schloss. Zuckerwatte gibt es noch. Der Popcorn-Eimer ist wohl auch schon ausverkauft. Oder also erstmal wieder. Seife ist zurzeit auch ausverkauft. Hier seht ihr nur die Hüte, da wo die Seife stand. Handtuch ist noch da, die Decke. Irgendwann hole ich mir auch nochmal die Decke, muss ich sagen. Ja, Lunchboxen gibt es noch. Die Plastikbecher sind auch ausverkauft für Kinder. Es ist wirklich sehr krass. Das T-Shirt in Weiß gibt es auch nur noch in großen Größen. Das hätte ich ja auch gerne noch gehabt. Ja, Mini-Plüschmaus. Mickey ist gerade auch weg. Ich weiß nicht, ob irgendwo Mickey ist. Die Figuren gibt es hier noch. Ja, hier die ist ja, gibt's ja auch noch, aber ich finde die Qualität leider echt schlimm bei der Figur. Die sieht so schlimm billig gemalt aus. Ja, die Big Figure gibt es auch noch für 219 Euro. Die hat mir eine liebe Followerin mitgebracht und nach Hause geschickt. Das zeige ich euch dann in einem Haul. Der Notizbuch-Kulli. Keksdose, Kakao,
paar Kindersachen gibt es hier noch. Hier den Schlüsselanhänger. Diesen Tränenpin gibt es auch noch hier. Ja, also die Auswahl zurzeit bei Floras ist wirklich ein bisschen mau, würde ich sagen. Aber ich bin ja im Mai noch mal da. Vielleicht ist dann wieder mehr back in stock. Ja. Im Emporium gibt es noch die limitierten Stoffpuppen für 120 Euro. Finde ich schon sehr teuer. Die sind echt klein und repräsentieren im Prinzip die Outfits von den verschiedenen Geburtstagen. Hier 30. Geburtstag, 20. Geburtstag, 1992, also Jahr der Eröffnung, und 5. Geburtstag. Aber was macht man denn mit? Also für 120 Euro finde ich es viel zu teuer. Ja, die Uhr ist tatsächlich auch neu im Sortiment, kostet 26 Euro. Und den runden Magneten gibt es auch wieder. Warte, ich zeige euch ihn hier. Ich habe ihn im Warenkorb. Da. Genau, der ist auch neu. Der ist nicht neu, der ist wieder reingekommen. Kostet 5 Euro, habe ich vergessen. Und es gibt noch einen Flaschenöffner für 9 Euro, genau. Ich denke, ich weiß nicht, ob der magnetisch ist, aber... Ja, am Geburtstag selbst, also am 12. April, gab es jetzt hier diese limitierten T-Shirts zum 30. Geburtstag. Wie lange es sie geben wird, kann ich euch leider nicht sagen. Ich möchte sie euch dennoch trotzdem zeigen. Sie kosten 26 Euro. Ist halt so ein grau Unisex-T-Shirt, aber das Muster ist schon sehr schön. Und es gibt jetzt auch die Tüten. Ich zoome mal ran, ich werde sie euch später nochmal genauer zeigen. Was sie kosten, weiß ich jetzt nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall mitnehmen und dann zeige ich euch. Ihr seht jetzt hier die neue Tüte. Das ist jetzt die mittlere Größe. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Warte, Moment. Also die kleine kostet 2 Euro, die mittlere 3 und die große 4 Euro. Und ja, das ist hinten, habt ihr den Avengers Campus drauf, der dieses Jahr öffnet. Die Walt Disney Studios. Nochmal bitte umdrehen. Und ja, genau. Also die gibt es jetzt hier, wie lange, weiß man wieder nicht, aber sehen sehr schön aus. Hier hängen, gibt es wohl neue Gläser für 15 Euro mit Gold. Einmal mit Tinkerbell. Einmal hier das mit Tinkerbell-Schloss. Dann das hier, ist aber ein anderes Design. Ich weiß nicht, ob man es hier besser sehen kann. Und noch das Design. Und was ich noch gesehen habe, ist, das habe ich auch noch nicht gesehen bisher, ist dieses Glas für 25 Euro. Da kann man wohl Espresso-Tee oder so draus trinken und dann hat man so eine Mickey-Hand. Sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Aber 25 Euro ist schon teuer. Ja, also zum 30. Geburtstag gibt es bei Pandora auch neue Charms. Einer ist leider schon ausverkauft, der runde glitzerne, aber es gibt noch den hängenden, wie ihr hier sehen könnt. Kostet 79 Euro. Ob der andere nochmal reinkommt, weiß ich jetzt nicht, aber ja, das ist der eine. Ja, und das war mein leider etwas chaotisches Merchandise-Video, muss ich sagen, weil hier und da gab es immer was Neues, ein bisschen was Neues, und ich möchte euch ja nicht immer mit dem ganzen alten Kram langweilen, denn die seht ihr ja schon mit inklusive Preise in den anderen zwei Videos, verlinke ich euch gerne auch unten nochmal in der Infobox. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!